Sieht fast so aus wie ein Strauß. Lagerfeuer schon ein bisschen. Ja. So, sind jetzt alle da? Ja. Setzt doch mal in die Mitte dazwischen. Oh ja, da einen wunderschönen guten Tag auf der Straußenfarm in Rülzheim. Mein Name ist Anne Rodenberger und ich werde Sie jetzt circa eine Stunde durch die wundervolle Welt des Straußenvogels führen. Erstmal allgemein, die Besitzer, die Uschi Braun und ihr Mann Christoph, haben letztes Jahr 20-jähriges, also haben 1993. Er war in seinem früheren Leben Journalist beim SWR. Haben alles, was man über Straußenhaltung und Straußenzug wissen muss, sich dort angeeignet. Und dann braucht man wirklich eine Paella. Also so italische Wirkung von den Federn hat auch die Automobilindustrie entdeckt. Der Strauß wurde übrigens Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1915, speziell die Hähne, fast ausgerottet wegen der Hahn hat, das sehen wir nachher drüben beim Chaimé, ein paar weiße Federn, mit denen kann er den Die anderen sind ein bisschen intelligenter, die sagen, ich kann nicht. Okay. Aber die haben doch unten drunter, wenn die Füße hochmachen, da sind die ja so arg wie ein bisschen nackig, ne? Das bleiben sie auch. Ach, das bleiben sie. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, das sehen sie ganz gut. Das ist die Sorte. Das ist die Handtasche. Das ist die Handtasche, ja. Alles klar. Wir kennen keine Sorte. Da stehen zwei bis drei Wochen. Schönes Kerlchen. Also, die sind ein Jahr alt. Eine Henne wird mit 2 Jahren geschlechtsreif. Ein Hahn erst nach 4 Jahren. Bis dorthin haben sie. Nein. Ich bin im Moment nicht richtig angekommen. Viel interessanter für mich, der meisten. Oder das, was hier glitzert. Alles, was glitzert. Also, wenn wir ins Gehege gehen, am besten im schwarzen Overall und nichts auf dem Kopf. Weil, lasst ihr mich das jetzt zumachen, oder? Hallo, hör auf damit. Dann auch grün. Also ein... der Strauß ist das Landtier? Nein. Ist das Landtier mit den größten Augen. Er ist ungefähr 5 cm Durchmesser. Und das Auge ist größer wie sein Gehirn. Das gibt es bei manchen Zweibeinern zwar auch, aber beim Strauß ist es so. Hallo. Was ist alles passiert? Der Schnabel, mit dem Schnabel kann er dich nicht wirklich verletzen. Der Schnabel ist weich und er hat keinerlei Zähne drin. Nichtsdestotrotz kriegt man, wenn man so blaue Flecken, wenn sie dich erwischen. Ne? Die so ziehen. Die Julia
hat frisch hier gearbeitet, hat einen neuen Freund gehabt und einen Strauß hat ihr hier reingepickt. Es hat aussehen wie ein Knutschfleck. Die hatte tierisch Probleme mit ihrem Freund, weil er sie gesagt hat, es ist so ein Strauß. Dann hat er gesagt, das kannst du eine Feder kriegen. Das irgendwie, was will er? Was willst du denn sagen? Sag's ja nicht. Jetzt auf und. Okay, aber das geht eher gegen gut. Ihn. Also die fangen jetzt schon an, ein bisschen so. Konkurrenz. Er hat jetzt gesagt, ich will nur ein bisschen an. Nein, das sind ja zwei, es werden ja zwei Hähne. Es werden zwei Hähne. Hallo, aber Ruhe. Freund. Das ist unser Brachthahn-Scheime. So muss ein Brachthahn aussehen. Aber auch er ist wild auf das. Der Scheime ist ungefähr 9 Jahre alt. Hier sieht man sehr schön, er ist voll in der Balz. Nein, seit oben. Und auch hier. Scheime ist ein absolut liebenswerter Hahn. Drüben haben wir ein paar Kandidaten. Die fütter ich nicht aus der Hand. Also sind die, wo am zickigsten sind von den Hähnen, die, wo am liebsten sind. Die werden dann, also das legt sich dann. Also wenn die ausgefallen haben, dann Der Scheime darf im Moment selber ausbrüten mit seinen zwei Händen. Es wird also hier eine Naturbrut geben. Und zwar seit einer Woche. Es sind ungefähr 6-7 Eier bis jetzt drin. Im Moment sitzt eine. Das ist jetzt zum Beispiel ein Sandbad. Gewöhnt, ist sehr liebenswürdig, ist sehr nett zu seinen Hennen. Drüben, der Schari hat 4 Hennen. Und der Schari ist auch derjenige, der am aggressivsten ist. Der tritt auch mal nach seinen Hennen. Würde er nie machen. Er ist ein richtiger Charmeur. Deshalb darf er auch. Ja, das hat er verstanden. Er war auch schon im Fernsehen. Bei den Fallers hatte er einen. Da so beim Jaime war es auch so. Die Susanne, wo sich um die Küche kümmert. Ja, ich frage von beiden Seiten. Also, sag mal, Winnie, wie bist du denn auf die Idee gekommen, hierher zu gehen? Wer hat dir denn den Tipp gegeben? Eigentlich habe ich auch nicht. Guck mal, der kleine Schwarze da. Das wird ein Hahn. Guck mal, streckt sich schon. Ich werde ein großer Hahn. Guck doch mal, wie süß. Der Kleine macht einen dicken, kann zwar noch nicht richtig laufen, aber hat die Flügel schon. Ansonsten würde ich mich jetzt schon mal bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht in der Hitze und Sie besuchen uns mal wieder. Ja. Vielen Dank. Nein.
bin. Hallo. Ohne Salat.